Also primär mache ich Jugend, den ganzen Jugendbereich, um halt da, das ist so meine große Liebe. Und mein ganz besonderes Steckenpferd ist eigentlich Jumpstyle, weil so die ganzen Trendsportarten und, oder Trend-Tanzsportarten besser gesagt, das ist so genau mein Ding. Vielleicht kannst du uns mal erzählen, wie dein Weg hier in die Tanzschule Krebs geführt hat. Naja, also angefangen habe ich in Einbeck, so wie jeder anfängt. Vater treibt einen hin zum Tanzen und dann entdeckt man doch die große Leidenschaft. Und dann habe ich die Ausbildung angefangen und bin jetzt immer noch hier. Was genau ist Jumpstyle und wie kann ich da mitmachen? Also für Jumpstyle braucht man eigentlich primär ein bisschen Kondition, damit man halt das Ganze auch übersteht. Ansonsten gute Sprunggelenke und ja, viel Ausdauer. Mittlerweile ist Jumpstyle doch sehr, sehr groß geworden mit Wettkampfbereich und Auftritte sowieso, da haben alle immer Bock drauf, aber es ist eigentlich ein Riesen-Happening, wo alle immer viel Spaß haben. Du hast doch erzählt, dass Jumpstyle mit deinem Favorite-Tanzstil ist. Der ist ja nun nicht besonders alt. Wie bist du denn daran gekommen? Also eigentlich durch einen Kumpel von mir, der mir das mal irgendwann gezeigt hat und dann dachte ich, ach, das musst du mal in der Tanzschule ausprobieren als Workshop. Habe mit 20 Leuten gerechnet, 60 waren dann da, aber ich war ein bisschen selbst überrascht und den weiteren Werdegang kann man, glaube ich, ganz gut mittlerweile sehen, wo wir jetzt angekommen sind. Die Tanzschule ist ja nun hier in Göttingen, aber gibt es noch irgendwie die Möglichkeit, dass man euch als Tanzlehrer auch mal in unser Dorf kriegen kann, quasi, also außerhalb von Göttingen? Das ist eigentlich überhaupt kein Problem. Also wir machen auch den fahrenden Tanzlehrer. So zum Beispiel bin ich auch in Einbeck unterwegs oder so morgens halt an den Schulen mal, so wo halt gerade was gebraucht wird oder wer Zeit hat oder Lust hat zu tanzen. Und kann man sich da dann aussuchen, ich möchte heute Patrick und mit dem möchte ich Jumpstyle machen? Das ist eigentlich so, wie man möchte. Wenn man mich haben will, dann kann man mich auch kriegen. Okay, gut, das klingt ja schon mal nett. Also im Tänzerischen, ja. Nee. Im Tänzerischen. Wie sieht das aus so mit den ganzen Partys, die hier laufen? Bist du da der DJ oder was hast du da für eine Rolle? Ach, das, was gerade anfällt. Also erstens der Organisator vielleicht der Partys und ja, DJ, Animateur, halt alles, was man so gerade braucht auf der Party. Okay, gut.